Heute kommen wir zum AC 550 Watt, genaue Bezeichnung 6550M. Sagt der Name schon, ein vollmodulares Netzteil. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Technikkanal. Schön, dass ihr bei mir eingecheckt habt und mich gefunden habt. Freut mich, dass ihr dabei seid beim neuen Video. Für unser Projekt Server geht es natürlich auch fleißig weiter. Und ich habe vor längerer Zeit mal das AC 6550M, entschuldigt bitte, gestellt bekommen. Deswegen ist auch wieder Werbung eingeblendet und das habe ich mal zum Testen gehabt. Und habe es dann lange Zeit dann doch wieder in den Schrank gelegt, weil ich noch nicht so die richtige Verwendung hatte. Jetzt kam die Verwendung auf einen neuen Server und das möchte ich mit euch kurz im Unboxing anschauen und auch den kurzen Einbau. Also, und kann jetzt schon sagen, es ist ja nun vollmodular und es ist mega leise. Ne? Steht hier auch drin, Silence Modular Serie vollmodulares Kabelmanagement. So steht's geschrieben. Preis derzeitig, naja, 100er, knapp 99 Euro, ist nicht billig. Aber die Hardware ist natürlich auch, bei den Hardwarepreisen ist natürlich auch nicht an den Netzteilen vorbeigegangen. Leider Gottes, ich kann es nicht ändern. Ich weiß nicht, wie ich es bekommen habe, glaube ich 79 oder 99, letztes Jahr 89, also da ist auch der Preis gestiegen. Schönes Netzteil und jetzt ausgelabert, ab zum, ich hoffe, ich habe Lust und Bock und dann geht es ab zum, na wohin wohl, AC 6550 Netzteil Unboxing. Check, viel Spaß beim Video. So, hier nochmal auf der LC-Seite, wie gesagt, genaue Bezeichnung 6550MV2.31, Super Silence Modular. Das heißt also wirklich alle Kabel. Man sieht es hier auch nochmal auf den Bildern, bevor wir hier zum Unboxing kommen, dass da wirklich alles abzuschalten ist. Ja. Volles ATX-Netzteil, den verlinke ich euch hier natürlich in der Videobeschreibung, die Herstellerdaten. Na, da gibt es natürlich auch noch ganz andere Serien, ATX-Standard, CE-zertifiziert, TÜV, wie sich das gehört, Effizienz bis 90%, vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, 80+, da kann man schon das eine und andere ranhängen. Es hat wirklich hier UVP, OCP, die sämtliche Überspannungsschütze, die man haben muss, Full Range 110, 220 Volt betriebbar, Haswell-kompatibel, das heißt also für jeden Intel. Schwarze Hammer Schlagoptik, 3 Jahre Garantie. Das so im Groben. Könnt ihr euch hier nochmal die Daten reinziehen. Hier gibt es auch nochmal Besonderheiten. Das Ganze in Kurzform. Gut, wir kommen jetzt zum Unboxing und dann, das wollte ich nochmal gezeigt haben. Wie gesagt, Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, da sind wir zu unserem AC 6550MV2. Punkt 31 Super Silence Modular Serie. Ist wieder Werbung angemeldet. Das habe ich mal vor 3-4 Jahren zum Testen bekommen. Und jetzt wird es nochmal endlich verbaut. Ich hatte das dann getestet, habe ich euch nicht gezeigt, weil ich keine Zeit dazu hatte. War auch schon mal auf. Und wir öffnen das gute Stück. Muss ich mal gucken, wo das war. Irgendwo habe ich es zugemacht. Muss ich es noch wieder aufkriegen? Ah, genau, das wird hier an der Seite geöffnet. Dann haben wir hier eine fette Anleitung bei. Gucken wir noch mal kurz rein. Da stehen noch ein paar Spezifikationen drin, um euch das noch mal zu sagen. Wie gesagt, V.31. Was das Ding denn an Output bringt, 20 Watt Ampere auf 3,3 Volt Schiene, DC Output auf der 5 Volt mit 20 Ampere, kombiniert Output 100 Watt und auf der 12 Volt Schiene 540 Watt bei 45 Ampere, Gesamtleistung 550, -1,2, 3,1 Ampere, kombinierter Output 3,6 und auf der 5 Volt, -5 oder +5 SP 2,5 Ampere 12,5 Watt. Was hier interessant dran ist, dass das Ding echt modular ist.
da wollen wir mal ganz von ausgehen. Es ist super verpackt hier. Da können sich so der ein oder andere noch ein bisschen was abschneiden. Fan sollte drin sein, 120 mm. Hier ist die ganze Kabellage drin, aber wir fangen jetzt erstmal, ist alles wie gesagt hier nochmal auch echt extra in Tüte. Was ich davon brauche für einen Server, weiß ich noch nicht, aber wir schauen einfach mal. Wir packen das mal aus. Und Kartons sind unwichtig. Es ist erstmal A, sauber verpackt. So, hier haben wir unseren 120 mm Lüfter. Da ist das besser zu sehen. So sieht das Ganze dann aus. Wird natürlich dann oben so eingebaut. Hier nochmal von der Seite. Optisch nochmal mit dem Schriftzug. Von oben stehen noch ein paar technische Daten drauf, damit ihr das mal seht. Ja, ich ziehe in letzter Zeit öfters Handschuhe an. Macht man keine Fettfinger drauf, sieht besser aus, finde ich. Hier stehen nochmal die Werte drauf. Wie gesagt, ist für unser Serverprojekt. Habt ihr schon nochmal ganz gut. Hier ist der Ein- und Ausschalter. Hier oben. Und halt unser Kaltgerätestecker oder Buchse als Anschluss. Wir werden es auch einbauen heute. Bald brauchen wir. Dann haben wir hier nochmal die ganzen Anschlüsse, wie die ganzen Mainboards, einmal 24 polig. Das wird für die CPU, hier ist für die CPU, hier kann man noch mehrere, das werden wir nochmal sehen, was am Kabel, dann ist die Peripherie SATA, CPU PCI Express für Grafikkarte, und da sehen wir dann gleich mal im Lieferumfang, was ist denn Schönes an Kabeln dabei. Das ist immer wichtig. Ob es leise ist oder nicht, es soll Silence sein, werden wir sehen. Wir haben erstmal unseren 20 und 24 Pin. Anschluss aufs Mainboard, dementsprechend natürlich auch hier die Stecker, den brauchen wir. PCI Express 6 plus 8, na, kann man hier nochmal teilen, mache ich jetzt nicht auf, brauche ich nicht einmal. Wir teilen uns das ein bisschen auf, das könnte CPU sein. Nee, auch nochmal PCI Express, ist hier auch nochmal extra gekennzeichnet, auch wieder 6 oder 8, 6er geteilt, da haben wir dann Nummer 2 von. Kaltgerätestecker, immer wichtig. CPU-Anschluss, und zwar entweder 4 oder 8, auf der Gegenseite natürlich in 1 hier geteilt, noch um euch das nochmal so zu zeigen, ne? Ist dann wirklich hier geteilt. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Kamera achten, das ist mal hier so etwas doof zu zeigen. Aber ich muss das halt hier oben machen. Jede Menge Kabelbinder, finde ich immer ganz praktisch, kann ich heute ganz gut gebrauchen, muss mir keine kaufen. Und natürlich dementsprechend die 4 Schrauben zum Anbringen des Ganzen. Was haben wir denn hier noch? SATA Schrank, Strang, Strang, Strang. Und da haben wir gleich 4-mal SATA drauf. 1, 2, da hinten ist noch einer versteckt, 3 und, habe ich jetzt richtig gezählt, 4. Da haben wir schon mal die ersten. Falls man es noch benötigt, PA-Stecker, Molex für etwas ältere Geräte, ist dann hier auch noch mal mit dem 6-Pin belegt. Nochmal PA-Stecker. Da haben wir also 3-mal Molex hier nochmal dran. Könnte man theoretisch 4 Molex anschließen. Und ein 2er-Strang SATA. Es wird heute weniger Unboxing, eher mehr so Sachen. Abmessung des Netzteils 86x150x142. Gewicht 2,08, 580 Watt, wie gesagt, das Ganze habe ich ja schon. Hat einen EPS-Stecker, 8 Pin, na, da müsst ihr dann schon mal drauf achten, wenn ihr jetzt mal ein Netzteil habt, was, wie zum Beispiel, wo ist der EPS? Vergesse ich immer leicht, früher hieß das PCI, haben wir hier,
So, das müssen wir erstmal ein bisschen sortieren. Dann haben wir hier unsere Stecker aufgebaut. Da ist der EPS-Stecker, glaube ich, ne? Halt, wo ist er denn? Habe ich mich jetzt eben vertuselt. Ah! Ist nichts Besseres als das, als die CPU, der CPU-Anschluss. Heißt heute EPS. Haben wir 4 Pin. Den hat er einmal. Es gibt auch manchmal das Problem, dass man dann, gerade wenn man nicht mehr als 4 und braucht dann 8, dann wird es bei diesem Netzteil problematisch. Na, da müsste man dann schon mal so ein bisschen, das könnte man dann noch, das könnte man hier nicht genau verbrauchen. Naja, man könnte den PCI Express dazu nehmen. Die sind so ähnlich vom Steckerinhalt aufgebaut. Gibt es noch was? Ja, hier maximale kombiniert 240. Zertifiziert ist das Ganze 80 plus Gold. Ist schon heftig. Effizient bis 90%. Standby-Verbrauch 0,5 Watt. ERP 218. Und dann hat es natürlich alle Sicherheitsüberspannungsschutz. Überstromschutz, Überlastungsschutz, Kurzschluss, Unterspannungsschutz. Das Ding hat 3 Jahre Garantie. Finde ich für ein Netzteil okay. Den Preis finde ich hier etwas heftig. Wir liegen hier um die 90 Euro rum. Ja, 99 kostet es derzeit. Aber die Teile sind auch alle teurer geworden. Als ich es gekriegt habe, hat es gerade mal 85 gekostet. Also ist da mal wieder heftigster Preis angestiegen. Na, aber ich sag mal, schönes Netzteil, weil wir haben volles Kabelmanagement hier machen. Also das heißt, CM-Kabelmanagement können wir hier machen. Also man muss hier nur wirklich die Kabel dran bauen, die man wirklich auch braucht. Und das wird bei mir diesmal jetzt nicht viel, weil, wie gesagt, das ist ein Server. Ich brauche einen SATA-Anschluss. Davon brauche ich wahrscheinlich nur den großen. Den PA kann ich jetzt schon mal wegpacken, brauche ich nicht. Und CPU muss ich haben. PCI Express brauche ich nicht. PCI Express können wir schon mal wieder in die Tüte packen. Ich finde es schön, dass das hier auch eingepackt ist. Machen auch nicht alle Hersteller, die schmeißen das meistens in eine Kiste rein. Und dann war es das damit. Wir benötigen, weil wir werden es gleich einbauen, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Na, so mit dem groben. Den werden wir benötigen. Den brauchen wir. Schauen wir mal. Oh, ich hatte mich sogar verzählt. Sorry Leute, wir haben 2 Stränge SATA. Den habe ich völlig übersehen. Hier sind also 8, insgesamt 8, 10 SATA-Anschlüsse möglich, korrigiert. Ja, davon werden wir erstmal einen brauchen. Das Rest packe ich in die Tüte. Und die 3 werde ich brauchen. Da fragt sich der eine oder andere, warum wie Grafikkarte. Grafikkarte in diesem Fall i5 12.500 Grafik 770 HD onboard oder auf, wie man sagt, auf der CPU. Bei AMD heißt es dann APU. Hier ist intrigiert und dann müssen wir nichts Großartiges machen. Ich werde jetzt mal mein T100 holen und dann verbauen wir das gleich. Bevor wir das natürlich einbauen, verbraten wir natürlich erstmal locker die Anschlüsse. Das heißt, 24 polig. Und hier kriegt er dann auch nochmal einen zusätzlichen Stromanschluss. Das ein bisschen sehen könnt. So, als nächstes folgt der CPU-Anschluss. Das ist immer besser, das vorher dran zu machen, gerade wenn ihr modular, vollmodular habt. Ne? Nehmen wir Peripherie-Anschlüsse, CPU PCI Express, das wäre dann jederjenige welche. So, dass ihr das ein bisschen sehen könnt. Das ist auch erstmal verfolgen. So. Machen das ein bisschen frei. Schauen wieder drin. Und als letztes natürlich
den CPU-Anschluss. Nicht zu vergessen, den brauchen wir noch. So, achtet auch beim Anbau, dass er das richtig rummacht, sonst wird das nämlich nichts. Die Erfahrung musste ich auch gerade machen, Daki hat sich da auch mal vertan. So, sonst passen nämlich die Bohrungen nicht. Das wäre übel. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Und dann müssen wir noch eine vierte hauen. So. Ich habe das angeschraubt. Alles handfest. Bisschen gerade ausrichten. Und drin. Könnt ihr letztendlich vergessen. Und beim Einbau natürlich darauf achten, dass der Lüfter nach unten weggeht, ne? Dann soll ja kalte Luft einblasen. Einziehen. Okay, gut, geht gleich weiter. Kommt der problematische Akt. Kabel durchgesteckt. Ziehen wir uns erstmal alle weg hier zur Seite. Normalerweise mache ich das auch alles in der Werkstatt, aber da ist es derzeit zu kalt. Deswegen können wir das jetzt alles hier machen. So, und erledigt. Und jetzt können wir hier unsere vier Schrauben dranbringen, die wir vorher demontiert haben. Einmal. Dann nehmen wir mal den Handschuh weg. Zweimal. Damit man auch mal sieht, wie man so ein Netzteil einbaut. So, das war jetzt andeutungsweise, damit ihr mal seht, wie ich das sowas einbaue. Gerade bei so einem Hilfsrahmen ist das natürlich relativ einfach. Die vierte Schraube kommt natürlich auch noch rein, damit das Ding richtig sitzt. Wie gesagt, setzt euch die Kabel, die ihr braucht, vorher schon dran. Bei Vollmodular ist das natürlich ideal. So, und dann kommen wir jetzt gleich mal zu meinem Endreview. Ich kann natürlich jetzt schon ein bisschen was darüber sagen, ob es leise, laut und wie es denn so läuft. Dann hören wir uns gleich bei meiner Endcard. Bis gleich. So, da sind wir von unserem Unboxing zurück. Also, Negatives an diesem Netzteil kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben es für eine längere Zeit im Gebrauch. 550 Watt modular, also vollmodular, das heißt, selbst der 24-Pin ist mit abnehmbar. Es sind Flachbandkabel, es sind sämtliche Schutzmechanismen, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, was steht hier noch? Überlastungsschutz, Kurzschluss, Unterspannungsschutz. Über Stromschutz, genau so ist es geschrieben. Ist goldzertifiziert, 80 plus. Man hat ausreichend Power, also man kann da noch mal ein bisschen mehr dran hängen. Das können die Dinger ab. Garantiezeit 3 Jahre, kann man sich auch nicht beschweren. Preis, na gut, ein 100er fast ist schon sehr horrend, aber auch hier sind wirklich die Preise derzeitig am Hardwaremarkt nicht spurlos vorbeigegangen. Ich glaube, als ich es angeboten habe, bekommen habe zum Testen, lag es bei 85, 89 Euro. Ausreichend Kabelschlinge dabei, kam super verpackt an, ist auch immer wieder eine schöne Verpackung, stehe ich ja drauf. Hasselkompatibel, Full Range, ne, da, also wenn man sich das hier alles so
durchliest, da ist doch eine lange Latte. Und Garantiezeit, Preis derzeitig. Es gibt nichts zu maulen. Also ich kann es weiterempfehlen. Und es ist wirklich leise. Leise ist ganz wichtig. Das habt ihr nicht mehr gehört, weil ich den Tag das nicht mehr anschließen konnte. Aber es ist, ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, im System ist es leise. Deswegen kann ich das weiterempfehlen. Findet ihr natürlich wieder in der Box unten in der Videobeschreibung wieder. Wäre schön, wenn ihr diesen Affairs-Links nutzt. Das schon mal danke. Ihr könnt es natürlich auch versuchen. Oder jeder kann das einkaufen, wo er gerne möchte. Ist kein Zwang. Aber trotzdem danke, falls ihr es tun sollt. Oder nutzt den Thank-You-Button, dann freue ich mich natürlich auch drüber. Der ist rechts am Video. Da könnt ihr den Kanal auch supporten. Nächste Video ist natürlich am Start. Und für die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Und danke für alles. Und solltet ihr Fragen haben, schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich sage tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Passt auf euch auf und bleibt gesund.